Also der Gedenktag, der bedeutet für mich sehr viel, weil man muss ja an die toten Kameraden denken, die sind alle ermordet worden. Ne? Und meine Geschichte ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles erzählen soll, die ganze Geschichte, oder warum nur ein Teil davon? Ne? Ja, warum ich da war. Genau. Ja. Also ich bin ins KZ gekommen aus dem Grunde, ich bin auf dem Lande geboren. Und ich war kein Landmensch. Und bei Hitler hat man alles verboten. Man durfte als Landmensch nicht in die Stadt rein. Und ich wollte gerne in der Stadt wohnen und in der Stadt arbeiten. Und ich hatte ja leider eine Stiefmutter. Und mit der konnte ich mich schon gar nicht vertragen. Und dann ging das schon gleich, wo meine Mutter gestorben ist. Da war ich ja 4 Jahre, da ging das ja schon los. Und wie ich dann aus der Schule kam, so fing das dann an. Meine Mutter hat gesagt, raus mit ihr aus dem Haus, beim Fremdbauern. Und mein Wunsch war ja, in der Stadt arbeiten und in der Stadt wohnen. Das war bei Hitler verboten. So, und dann hat meine Stiefmutter dann gesagt, wie ich aus der Schule kam, raus mit ihr aus dem Haus. Ja, und was habe ich denn gemacht? Beim ersten Bauern, der Koffer wurde gar nicht erst ausgepackt, der blieb stehen. Wenn die Bauersfrau ist, dann schlafen gegangen, ich bin in Nachtstiften hier und bin abgehauen mit dem Koffer. Weil ich war nicht für Landwirtschaft. Naja, und das ging dann hin und her. Ich bin mit einer Frau mit 10 Kindern, hatte die, 12 hatte die sogar. Der Mann war eingezogen. Und die hat sich gefreut, dass man ein bisschen Hilfe hatte und hat mir einen Teller Essen abgegeben. Aber es war verboten in der Stadt. Die guten Nachbarn haben dann gesagt, da hält sich wieder einer auf. Schon war die Polizei da, hat mich weggeholt. So ging das dann paarmal hin und her. So dass ich hatte keine Heimat. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich hingehöre. Naja, und das, die Polizei hat sich das ja auch nicht lange angeguckt. Da wurde ja nicht viel Aufsehen. Also ruckt wurde man verhaftet. Dann kam ich erst in Wismar, da war ich ein paar Monate im Polizeirevier und dann kam ich dann nach ins Arbeitshaus nach Güstrow. Und ich war ja nur, ich muss es gleich betonen, die letzten Monate im KZ, die letzten Monate. Was das bedeutet, ist ein ganz schweres Schicksal, weil es überfüllt war. Das Essen, alles war noch weniger. Also es war, und dann vor allen Dingen, die sind gestorben, also die Öfen konnten es nicht mehr schaffen mit der Verbrennung. Na jedenfalls, ich bin dann, muss nochmal zurück, ich bin ins Arbeitshaus und da hieß es dann eines Tages, du kriegst morgen deine Sachen, ach, du bist ja entlassen. Arbeitshaus war ja auch nicht schlimm, wir sind da auch in der Gruppe zur Arbeit gegangen, also es war kein Misshandeln oder was. Das war aber die Vorstation. Und dann hieß das so, du kriegst morgen deine Sachen. Oh, es geht ja nach Hause. Nee. Wie wir dann auf dem Schlosshof in Güstrow, da auf dem Schlosshof, da stand schon die, wie man so sagt, die grüne Männer mit den Zelten. Und es ging zum Bahnhof. Und dann hat man gesehen, wie die Güter, wie der Zug aufgemacht wurde, der Waggon, was da schon drin war. Und wo die schon herkamen. Das hat da gestunken drin. Also das kann man gar nicht wiedergeben. Naja, und so kam ich dann nach Ramsbrück, aber man wusste ja im Waggon noch nicht, was einem passiert. Naja, und dann kamen wir dann da an, zu 5 sind wir dann marschiert und ich will das nur ganz kurz machen, ich hatte 3 große Strafen. Wir sind ja dann eingekleidet worden und das, ich muss sagen, 45 war ein ganz strenger Winter, wie wir vor 2 Jahren hatten. Und nichts auf dem Leibe. Wir hatten ja nur ein gestreiftes Kleid und einen Omaschlüpfer und so. Und vor allen Dingen haben wir ja gefroren schon, weil wir Hunger hatten. Und der 45, 44 war ja ein ganz strenger Winter. Und so. Naja, ich kam nun ins Lager und ich habe 3 große Strafen gekriegt. Die erste Strafe habe ich eine Kartoffel aus der Mülltonne genommen. War noch eine kleine Ecke dran. Ach so, das muss ich noch mal betonen. Das erste war das Schlimmste, die Haare runter. Alles runter, die Zivilklamotten, Haare abgeschoren und dann.
wie wir dann hinten rauskamen, nach hinten zum Lager rein, dann haben wir erst mal gesehen, was überhaupt für Gestalten da rumlaufen. Die waren ja alle schon halb verhungert. Und ich habe meine erste Strafe gekriegt im Hofkommando. Da war eine Kartoffel in der Mülltonne und dann habe ich so eine kleine Ecke, die noch ein bisschen was dran war, jetzt habe ich sie gegessen. Ja, und die SS, die Bergmann, die hat das dann gemeldet und dann musste ich 8 Tage in der Ecke stehen und musste zugucken, wie die anderen Armbrot gegessen haben. Man hatte ja nur 2 Mahlzeiten, morgens und dann abends, das war dann. Naja, wie gesagt, der Körper ging schon, also das konnte man zugucken, wie der Körper abgebaut hat. Das war meine erste Strafe. Und die zweite Strafe, da war ich im Strickkommando. Und da habe ich dann das nicht begriffen mit dem Stricken, mit dem Strümpfestricken, mit dem Handteil oder was weiß ich nicht mehr. Und dann hat die SS-Frau gedacht, die will doch nicht, die stellt sich nur blöde an, die will nicht, die weigert sich. Dann hat sie mir rausgenommen von der Baracke, da musste ich mir hinstellen und dann ist es schön mit einem Eimer Wasser gekommen und hat mir die über den Kopf gegossen. Und wir hatten 44, 45, so ein Winter wie vor 2 Jahren, so eine Kälte. So, was musste ich? Ich musste vor der Baracke stehen, so lange, bis das angefroren war. So, nur kannst du wieder reinkommen. Da musste ich mir mit ihnen klitschen lassen, was schon sozusagen am Anfrieren war, musste ich mir hinsetzen und das musste schön alleine aufdauern. Also, in den 9 Monaten, ich war wieder. Ich habe abgebaut, also da konnte man zugucken. Die dritte Strafe, da habe ich sowieso gedacht, jetzt ist das Ende. Da bin ich in eine Schneiderei gekommen, bei Siemens. Da haben wir Tarnanzüge, nicht bei Siemens, da haben wir Militär-Tarnanzüge genäht. Und man behält ja genau die Namen, die einen misshandelt haben. Und ich habe immer gesagt, Der Binder hat mir so geschlagen, der Binder. Graf und Binder, das waren aber Riesenmänner. Und die sind dann nur immer mit Knüppel sind sie immer gekommen, links und rechts haben sie nach den Maschinen geguckt. Und als erstes war ja der ist morgens reingekommen, wenn wir so an der Maschine saßen, an der Nähmaschine, dann ist er reingekommen, hat sich auf den Tisch gestellt. Und dann hat er schon wieder, da wem kannst du nachher als erstes was drüber geben? Ja, und wenn einer noch nie an einer elektrischen Maschine gesessen hat, ich habe nur gestoppt, ich war erstmal, ja, man hat Hunger, man ist so verkrampft, kommt da gleich eine wieder rüber oder was? Na, jedenfalls, ich habe nicht weitergeschoben und die vor mir, hatte ja nur nichts zum Arbeiten. Und das hat er gesehen. Dann hat er mir rausgeholt, von der Maschine weg. Dann musste ich mir in den Weg, wo er immer mit seinen Knüppel gegangen ist, und dann habe ich Schläge gekriegt. Man war ja nur noch Haut und Knochen. Man hat sowieso gedacht, man ist nur noch wie, als wenn man getrunken hatte, wie im Gym. Man konnte überhaupt nicht mehr denken, wenn man so abnimmt und Hunger hat. Naja, jedenfalls, meine Rettung war vielleicht, weil ich schon am Ende war. Ich war nicht mehr mit auf dem Todesmarsch. Ich lag schon im Lazarett, im Krankenrevier, wo der Tote gerade rausgetragen worden ist. Durchgesuppt alles. Da wurde doch nichts mehr gemacht. Durchgesuppt, da ist man reingeschmissen worden. Man war ja schon weg. Man hat ja nichts mehr mitgekriegt. Ja, jedenfalls, die Krankenschwester sagt zu mir, ach so, das Tor war ja schon auf, die waren ja schon weg mit denen, die noch laufen konnten, Todesmarsch. Und ich muss nochmal betonen, Todesmarsch, wer da nicht laufen konnte und ist zusammengebrochen, da haben sie keinen Fax gemacht. Rennen, Graben, abgeknallt, bist liegen geblieben. Die Einheimischen aus den Dörfern, die haben die dann beerdigt erstmal. Das war vielleicht, weiß ich nicht, ob mein Schicksal war, ob ich sollte doch noch am Leben bleiben. Denn erstmal
Das hätte ich nicht mehr geschafft, den Todesmarsch sowieso nicht mehr. Da wäre ich auch abgeknallt worden. Und im Krankenrevier, da war ich ja auch schon am Ende. Die Rote Kreuzschwester, also die da auch mit Häftling war, die sagt zu mir, sagt sie, komm, sagt sie, wir wollen nach Hause, das Tor ist auf. Hat man doch gar nicht mehr, man war doch schon weggetreten. Was hat die gesagt? Nee, naja, gut. Sie hat mich aber dann doch, ich muss noch mal sagen, das Schlimmste war verlaust von oben bis unten. Und dann da das Krankenbett da, das war so durchgelegen und durchgesuppt alles schon. Das hat man ja alles nicht mehr mitgekriegt. Naja, sie sagt zu mir, komm, sagt sie, wir wollen nach Hause, das Tor ist auf. Was hat die gesagt? Das habe ich doch gar nicht mehr, ich war doch gar nicht mehr bei Sinn. Naja, sie hat mich dann hoch, hat mich angezogen soweit. Und dann wollte sie ja nur mit mir los, nach Hause, das Tor war ja auf. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt in Ravensbrück bin, und sehr oft sogar, dann sehe ich, wo ich gekrabbelt bin, auf alle Vieren. Warum? Sie wollten mir ja nach Hause, hat mich auch untergehabt. Aber bums, war ich wieder an der Erde. Und ich sehe heute noch, die haben am Tor, weil die Öfen nicht mehr gearbeitet haben, da haben sie am Tor eine große Kute ausgegraben. Wohin sollten sie mit den Toten, die im Revier noch gestorben sind, ganz schlimm. Und da bin ich dran, auf allen Vieren gekrochen. Und ich sehe heute noch, wie die kreuz und quer da drin liegen. Das Bild wird man nie los. Die sind aber nachher umgebettet worden von dem Haupttor da. Die liegen da auch jetzt an der Mauer. Naja, jedenfalls, die wollten mich ja nun nach Hause. Immer wieder zusammengesagt. Was mache ich mit ihr? Die kriegt doch nicht nach Hause. Die kann doch nicht mehr laufen. Dann hat sie mich da oben hoch, wo heute die Ausstellung ist, wo der Kommandant drin gewohnt hat, der Höchste. So, schleppt mich da hoch die Treppen. Da kamen wir rein. Da hat man erst mal gesehen, wie die gelebt haben. Die Speisekammer voll. Und das Bild wird man ja nicht los, das behält man ja ewig. In der Küche war eine Couch, da hat sie mich erst mal hingelegt. Aber ich konnte nicht essen. Ich hatte ja keinen Magen mehr. Das war ja alles schon zusammengestellt. Speisekammer voll. So, jetzt habe ich da erstmal gelegen. Sie wollten mir ein bisschen futtern und der Magen nahm nichts an. So, dann kam das Schlimmste noch. Kamen ja dann die Alliierten, also der Russe kam ja dann im Anmarsch. Und die waren ja unter Alkohol, die hatten ja nur gewonnen. Ne? Und dann sind sie über uns beide noch hergefallen und haben uns vergewaltigt. Dann habe ich laut geschrien, jetzt will ich sterben. Ganz laut. Und ich musste aber durchhalten. Und sind ja hinterher gleich die Höhere gekommen. Die haben dann auch Quartier bezogen, weil das ja ein großes Haus war. Und die haben dann für Ordnung gesorgt. Ne? Die haben uns auch nicht angepasst. Nicht schlimm, durften wir 14 Tage da drin bleiben, bis ich bin. Ja, das Schlimmste war, hat sie mir ja nach Hause, stufenweise. Und was war das Schlimmste? Ich habe ja heute die ganzen Hände verkrüppelt. Die Hände standen ja so. Das Erste war, was meine Mutter gesagt hat, Vater, du guck dir das an, was sollen wir wieder mit dir anfangen? Ist ja wieder eine Last, so hat meine Mutter mich empfangen. Ich hatte kein Elternhaus, das war das Schlimmste. Und weil ich ja kein Landmensch war und wollte in der Stadt arbeiten und wohnen. Und das gab es bei Hitler nicht. Und so was nennt man heute asozial. Heute kann man alles machen. Man kann hinziehen, wo man will. Man kann arbeiten, wo man will. Leider war das alles bei Hitler verboten, wenn der Mensch anders war und was anders möchte. So war das früher. Man sagt nur, ja, die war im KZ, was hatten die da gemacht? Ich hatte gar nichts gemacht, nur weil alles verboten war. Nicht? Und ich war kein Landmensch.
Und ich hatte das ja schon in der Kindheit mit meiner Mutter schon. Das reichte ja schon, dass meine Mutter gestorben ist und 4 Jahre war. Und ich habe immer nach ihr gehauen, du bist nicht meine Mutter. Ich hatte kein Elternhaus. Ja, so kann das kommen. Nicht, aber ich sollte noch nicht sterben, aber kurz davor. Und deshalb, die ganzen Jahre schon, ich habe noch eine Kollegin, mit der gehe ich jetzt schon 13, 14 Jahre, gehen wir in Schulen und halten Vorträge und es soll nicht vergessen werden, was wir gelitten haben. Denn alle Menschen waren nicht schlecht, es waren vielleicht ein paar zwischen, die das verdient hatten. Aber es war auch viel, viel Unrecht. Viel, viel Unrecht. Dass man so bestraft wurde, wenn man hatte nichts gemacht. Nicht? Frau Heinrich.